Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, momentan gibt es ganz, ganz viele Menschen scheinbar, die mir Vorschriften machen wollen. Gestern war es, ich soll doch bitte nur noch 3-Minuten-Videos machen. Vor ein paar Wochen hieß es, ich soll doch bitte meine Legung auf YouTube umbenennen in das Liebesorakel, weil es ja im Neumond, glaube ich, war das ein Neumond-Orakel, doch sehr stark um die Liebe ging. Woraufhin ich meinte, nein, wieso, die Leute können sich doch überraschen lassen. Dann wurde gesagt, ach, so sammelst du also Klicks. Ich so, hä, Klicks würde ich doch sammeln, wenn ich reinschreiben würde. Das Liebesorakel, der Neumond bringt eine neue Liebe. Das sammelt doch viel mehr Klicks, oder? Als wenn ich einfach nur schreibe, Neumond-Orakel. Neuanfangsenergie, irgendwie sowas. Lieben Liebenden, es sind natürlich nur Vereinzelte. Aber ich bin nicht auf der Welt, um anderen zu gefallen. Ich bin auf der Welt, um mir selbst zu gefallen. Und jeder, der der Meinung ist, er kann es besser, bitte. Mach es einfach besser. Und ganz ehrlich, 10 Minuten. Was sind 10 Minuten? Man kann so ein Video auch nebenbei laufen lassen. Ja, machst dir einen Kaffee, hörst dir mein Gesabbel an oder machst dich fertig, nebenbei läuft das Video. Also wenn ich hier meine Karten mache oder meinen Schmuck mache, dann läuft hier nebenbei immer ein YouTube-Video. Ist so. Das kann man alles nebenbei managen. Wir sind doch alle multitaskingfähig. Ich zum Beispiel, ich war so unglaublich happy, als TikTok mir die 10-Minuten-Funktion gegeben hat. Und wenn TikTok ankommt mit 20 Minuten, dann, hey TikTok, you got me. Ich sag ja, Gott sei Dank sind es nur Vereinzelte. So, was haben wir denn heute in der Tagesenergie? Oh, die Wolken haben sich über den Berg gelegt und wir haben eine Brücke. Hier werden Brücken gebaut, möglicherweise. Wie gesagt, die Wolken über dem Berg, gibt es hier ein Donnerwetter. Ist der Berg zu schwer? Ich glaube, da hätte ich noch eine weitere gerne. Eine weitere, bitte. Das Universum. Die ist wieder zurückgeflippt. Gerade gesehen, da ist noch ein kleines Schublädchen offen. Ja, Multitasking, ne? Eine hätte ich gerne noch. Der Berg ist zu schwer, aber der Berg muss bezwungen werden, ihr lieben Liebenden, an denen das geht, oder an diejenigen, an die das geht. Denn der Reiter ist hinten dran. Das kann natürlich schon eine Person sein, die mit dir zusammen dann auf die Reise gehen möchte, die quasi schon in Wartestellung ist. Aber es wird ja jetzt eine Brücke gebaut. Ne? Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Eine Brücke zum Berg. Aber wie gesagt, der Berg ist hier ist verhangen, er ist verdeckt. Es ist so, wenn du in den Bergen bist und es ist so dicht der Nebel, die Wolken hängen tief, der Nebel hängt tief. Du kannst zwar irgendwie so unten durchgucken, aber du siehst die Bergspitze nicht. Und so ein bisschen ist das hier von der Energie her. Du siehst nicht, wie hoch dieser Berg ist. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass du nicht so hoch gucken kannst. Weil manchmal kann so ein Berg ja auch einfach nur ein Maulwurfshügel sein. Ich meine, gut, jetzt im Weltlichen betrachtet ist das ein bisschen unrealistisch. Aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, soll es da jetzt hinauf. Oh, aufgrund eines Gegenübers. Der Schwertkönig ist rausgefallen. Ja, jemand, der sehr mitfühlend ist. Jemand, der einen sehr scharfen Verstand hat, sehr intellektuell ist. Und wir haben hier die Karte der Neutralität und der Planung, beziehungsweise auch der Widersprüche. Das kann natürlich jetzt mit dem Gegenüber zu tun haben. Es kann auch sein, dass hier die Energie deines Gegenübers drin ist. Ja, immer reinfühlen. Der Ritter der Stäbe hat sich hier auf meine Hand gelegt, der Gute. Das ist eine Energie von Abenteuerlust, Begeisterung, schnelles Handeln. Das ist ein schneller Ritter. Also würde ich fast schon behaupten, dass der hier, das Gegenüber, es kann natürlich auch für dich eine Frau sein, wenn du auf eine Frau schaust, dass das Gegenüber hier in der Lage ist, beziehungsweise jetzt gerade plant, um dann letztendlich auch vorwärts zu gehen. Es ist natürlich nicht so unbedingt sein Ding, ne? Ist ja eher so der rationale, der Verstandesmensch, der hart ins Gericht geht. Hart, aber fair.
Und da zeigt sich schon so ein kleines Blockädchen. Ich glaube gar nicht, dass es das Wort gibt. Ist auch völlig egal. Wir haben hier die zwei der Schwerter. Es ist natürlich eine Kommunikationskarte. Und jetzt ergibt sich auch so ein bisschen der Zusammenhang. Die Wolken liegen über dem Berg. Wir haben hier zwei Schwerter im Seelenreisetarot, die durch eine Wolke stechen. Und damit kann sich diese Wolke auflösen. Das kann eine Sache sein, woran du zweifelst. Das kann ein Moment sein, wo dir die Objektivität fehlt. Und dann ist es natürlich gut, wenn man so einen an seiner Seite hat, weil der kann das ganz gut. Unabhängig davon kann es aber auch sein, dass er oder sie, das Gegenüber, das Problem hat und jetzt mit dir oder nach dir Ausschau hält, um das Ganze zu klären. So, was kriegen wir denn noch? Wie geht das denn hier weiter? Ist ja schon so ein bisschen, der Berg wird bezwungen. Ja, der Berg wird bezwungen. Die Mäßigkeit kommt rein. Das heißt, hier ist wieder Führung vorhanden. Es ist wieder stimmig. Ja, das rechte Maß ist gefunden, die goldene Mitte. Und wir haben den Bube der Kelche. Das ist ja so diese kindliche Verliebtheit, Hilfsbereitschaft, steht hier übrigens auch ganz groß in der Karte. Aber der Bube der Kelche, der ist auch manchmal so ein bisschen im Zwiespalt, gerade weil er auch so hilfsbereit ist. Ist das jetzt sein oder ihr Gefühl, beziehungsweise auch dein Gefühl, oder deine Art und Weise, jemanden an dich zu binden aufgrund von Gefühlen, die du hast? Oder ist es einfach nur die Art Wohltätigkeit ohne Erwartungshaltung? Manchmal hat der Bube der Kelche nämlich eine Erwartungshaltung. Wir haben den Wagen. Also es geht hier auf jeden Fall vorwärts, passend zum Wagen und dem Reiter. Aufbruchsstimmung. Die Karte des Wandels und der Verhandlungen, die zwei der Münzen. Aber auch da ist noch so ein bisschen Unentschlossenheit drin. So ganz traut man dem Braten nämlich nicht. Was kriegen wir denn noch? Das Gericht. Hier findet eine Erlösung und eine Erneuerung statt. Das Gericht ist auch in gewisser Weise diese Energie von Heilung. Ja, hier findet eine Heilung statt. Und das hat hier mit Zusammenarbeit zu tun. In dem Fall ist es so, ganz gleich, wem diese Energie hier gehört. Hier wird miteinander gearbeitet. Das heißt, hier gibt es eine Response. Wie nennt man das auf Deutsch? Antwort, Resonanz. Resonanz. Weil hier ist kein Zielspalt mehr vorhanden, in Anführungszeichen. Denn aufgrund der drei Münzen, das ist ja nun mal die Zusammenarbeit, in gewisser Weise die Qualifikation, wird hier erkannt, dass man gar nicht mehr investieren muss als unbedingt notwendig, sondern dass man das Ganze so ein bisschen auf sich zukommen lassen kann. Und dann kann natürlich hier mit den Liebenden auch eine Herzensentscheidung getroffen werden. Und natürlich ist es auch in gewisser Weise die Vereinigung, die Dualität, die Seelenverbindung, die sich hier zeigt zwischen zwei Menschen. Also unabhängig davon, wie gesagt, es kann sein, es ist deine Energie, ist, die hier über den Berg muss, damit es vorwärts geht, ne? Reiter. Oder es ist die Energie eines Gegenübers. Vielleicht geht ihr auch beide zufälligerweise auf den Berg und trefft euch dann auf der Bergspitze. Who knows? Und könnt euch dann gemeinsam einen Weg zurück runter ins Tal machen. Aber das Universum bringt diese beiden Menschen jetzt halt auch zusammen. Deswegen werden die Brücken gebaut. Ja, es ist Zeit hier für Begegnung. Die Zeit ist reif, würde man fast sagen. Und vor allen Dingen ist es jetzt auch wichtig, mit den Zehen der Stäben eine gewisse Belastungsenergie rauszunehmen. Beziehungsweise auch überhaupt erstmal in diese Verantwortung reinzugehen. Es ist so ein bisschen zwiespältig. Ja, und eigentlich bräuchte ich jetzt noch Zeit, aber mir läuft die Zeit davon. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Friday. Wir sehen uns wieder ganz bald. Fühlt euch umarmt. Bis dann, ihr Lieben. Eure Cheyenne.